Lil, bist du Mama oder Papa? Dann bist du unsere Alltagsheldin, unser Alltagsheld. Wir, die Elternbildung vom katholischen Bildungswerk, machen Interviews mit Referentinnen aus dem Ländle. Los ich! Vielleicht kriegst du Antworten auf deine Fragen. Mein Name ist Janette Leutz und ich bin in der Elternbildung vom katholischen Bildungswerk tätig. Und auch ich und meine Familie haben wie viele andere turbulent ins neue Jahr gestartet. Wer von uns kennt das im Moment nicht? Home-Kindergarten, Homeschooling, Homeoffice, Stay at Home. Unser Familienalltag findet im Moment fast bloß daheim statt. Da standen Konflikte, Stress und Streiterien auf der Tagesordnung. Aber wie schaffen wir es, gerade in dieser aufregenden Zeit, uns mit unseren eigenen Werten zum auseinanderzusetzen? Oder eine Wunschvorstellung für uns alle oder ganz viele Familien? Der Familienalltag gemeinsam entspannt leben zu können. Die Family Lab Grundwerte können dabei neue Wege eröffnen und sind stabile Säulen im täglichen Miteinander. Darum habe ich heute unsere Expertin eingeladen, Tamara Destor-Schwärzler. Sie ist selber Mama von 4 Buben, diplomierte Lebensberaterin, Family Lab Seminarleiterin und Kindergartenpädagogin. Hallo Tamara. Hallo Annette, freut mich sehr. Tamara, du beschäftigst dich schon ganz, ganz viele Jahre mit dem Thema Erziehung, Beziehung in der Theorie sowie mit 4 Jungs natürlich auch in der Praxis täglich. Aber so Hand aufs Herz, platzt nicht auch dir ab und zu der Kragen oder kannst du dich gerade an eine Situation erinnern, wo du gedacht hast, da habe ich jetzt eigentlich das, was ich schon als gelernt habe, gar nicht umgesetzt? Ja und ja, Annette. Also ich muss das schon mal vorweg schicken, dass meine Jungs natürlich wissen von dem Interview halt und sie wissen, dass es im Kontext Familie ist und zu mir gesagt haben, Mama, du darfst ja nichts über uns erzählen. Also ich soll sie verlinken auf ihrer Insta-Seite, aber nichts erzählen. Jetzt haben wir da nochmal ein bisschen nachjustiert und sind so verblieben, dass sie nicht verlinkt werden und ich ein bisschen was erzählen darf. Also gut. Ja, also ich fange mal mit unserem, mir fallen da viele Situationen natürlich ein und ich fange mal mit unserem Mini an. Mhm. Der ist jetzt bald 4. Ja. Also steckt mitten in dieser so oft beschriebenen Trotzphase, wobei mir der Ausdruck nicht gerade gut gefällt, weil ich den Begriff Autonomiephase einfach besser finde, weil es das mehr widerspiegelt, um was es geht. Okay. Also Trotz würde ja inkludieren, dass er was gegen mich macht. Mhm. Und an sich steckt er jetzt genau in einer Zeit, wo er ganz viel für sich macht. Also für seine Bedürfnisse und für das, was er braucht und für seine Autonomie. Mhm. Macht er sehr beharrlich mit viel Ausdauer. Also sei es, keine Ahnung, das Marmeladenbrot, das in der Früh falsch auseinandergeschnitten ist. Oder letzthin wollte man einen Ausflug machen, endlich einen Familienausflug, was eh schwierig ist, wenn man die Situation kennt mit so Großen und einem Nachzügler, dass man da alles unter einen Hut bringt. Und er hat einen Sitzstreik im Auto gemacht. Okay. Wunderbar, oder? Das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns, genau. Oder die Zwillinge mit 15, bald 16, die jetzt ganz an anderen, an kreativere Vorstellung von Ordnung in ihrem Zimmer haben. Oder auch das Zeitmanagement gänzlich anders sehen, wie ich das sehe, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen sollten. Und da nützt es nur bedingt was, dass ich weiß, okay, sie sind in der Adoleszenz, das ist ganz viel auch dem Umbau des Gehirns geschuldet. Weil ich habe auch eine Emotion dazu. Ja. Mhm. Und ich bin in dem System Familie, bin ich nicht Pädagogin, bin ich nicht Fachfrau, bin ich nicht psychologische Beraterin, sondern Mama. Genau. Und als Mama bin ich eben auch mal miert und nicht gut drauf und habe Stress.
und es nervt mich und ich bin ausgepowert, ganz normal wie jede andere Mama. Und das soll nicht so ein Verhalten, wenn ich nicht adäquat reagiere und will ich nicht irgendwo verharmlosen oder entschuldigen. Aber ich denke, meine Kinder brauchen mich da als Mama und nicht als psychologische Beraterin. Das wäre genau das, was sie mir gar nicht abnehmen würden. Wir kennen ja den Ausdruck oder diesen Spruch oft, Kinder testen ihre Grenzen. Und das ist an sich nicht wahr, weil eigentlich das, was sie wollen in dem Moment, wenn es so reibt und klemmt, wählen sie uns. Sie wollen uns sehen und sie wollen unsere Werte und kennenlernen und das, was uns wichtig ist. Danke. Danke auch fürs Ehrlichsein, Tamara, weil wir lernen ja immer, hinter jedem Experte steckt ja ein Mensch, da stecken Mamas und Papas und auch die können nicht immer nach Buch agieren, wie du schon gesagt hast. Die können auch nicht so reagieren, wie es immer gerade sein soll, weil jedes Kind ist ja anders. Tamara, da hocke ich gerade nochmal drauf hin. Vom Jesper Juhl gibt es ja dieses tolle Zitat. Betrachten Sie Ihre Familie als neues und aufregendes Projekt, dessen einzelne Teilnehmer nicht von vornherein bestens dafür qualifiziert sind. Da stellt sich für mich natürlich auch eine Frage. Wie können Eltern-Kind-Beziehungen gelingen? Und wie schaffen es Ältere, nicht ihre Ansprüche zum Scheitern, die oft ja sehr groß sind, gerade wenn er so in unserem kunterbunten Familienalltag kumpelt? Stimmt, ja, das Projekt Familie ist natürlich sehr spannend. Wenn er aus 1 und 1, 3 wird, also aus ein Paar Familie, dann lässt es einmal das Leben Kopf stehen. Mhm. Das glaube ich, alle, die das Abenteuer schon gestartet haben, dass das nicht so ist, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat. Egal, ob man einen Nachwuchs lange geplant hat oder ob man ein Überraschungsbaby erwartet hat. Es ist immer, oder meistens, bei mir war es zumindest so, anders als erwartet. Ich kann mich gut erinnern, als unser Erstgeborener auf die Welt gekommen ist, da war in erster Linie ein Gefühl, das ich in der Form noch nie so kennengelernt habe, nämlich ein wahnsinniges Gefühl der bedingungslosen Liebe. Und neben diesem Gefühl habe ich mich auch irgendwo, hat es mir ein bisschen verunsichert und ich war erstaunt darüber, dass ich als Mensch, der recht strukturiert ist und geordnet, plötzlich Mühe gehabt hat, unter die Dusche zu kommen. Ja. Also so der Alltag am Anfang, oder? Es ist eine wunderbare Zeit, keine Frage. Es ist eine Zeit der Veränderung. Und Veränderung kann auch Krise sein. Muss es nicht, aber es ist, glaube ich, in jedem Fall irgendwo eine Herausforderung. Wenn man also das Projekt Familie startet, macht es Sinn, dass man sich manche Themen mal anschaut. Mhm. Sich zu verlieben, das ist keine Kunst und das passiert in 99% der Fälle der Eltern, bei den Eltern, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Und wir wissen es aus der Partnerschaft und bei den Kindern auch, dass sich das verändert. Also beim Partner ist es meistens nach so 3 Jahren, dass es sich verändert. Und bei einem Baby ist es ganz oft so nach 6 Monaten. Da fängt es nämlich an, dass wir aus diesem Staunen und Beobachten rausgehen und das Gefühl haben, jetzt muss Erziehung anfangen. Jetzt muss ich sorgen, wo es lang geht. Ob diese Bemühungen immer Früchte tragen, sei dahingestellt, weil an sich bräuchte es in den ersten 3 Lebensjahren nicht wirklich. Es geht vielmehr darum, eben weiterhin, oder es ginge darum, weiterhin zu beobachten und das Leben stattfinden zu lassen. Weil was Erziehung eigentlich ist, ist ja nicht das, was wir aktiv als Interventionen setzen, sondern es geht ja vielmehr darum, wie sind wir miteinander? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie liebevoll gehen wir miteinander um? Das ist das, was dann wirklich Eindruck hinterlässt. Mhm. Und bei mir, also in so, wenn wir sagen wir so, der Schlüssel wäre eigentlich, dass wir diese liebevollen Gefühle, die ja da sind, ohne dass wir viel tun, jeden Tag in liebevolles Verhalten umwandeln oder zeigen im liebevollen Verhalten.
Und da ist sicher ein, wenn du schon Jesper Juhl genannt hast, eine gute Zugangsweise die Gleichwürdigkeit. Gleichwürdig, das ist ein Begriff, den gibt es schon sehr lange eigentlich und das heißt nichts anderes, als dass man sich in Augenhöhe begegnet. Also dass man davon ausgeht, dass mein Gegenüber die gleiche Würde hat wie ich. Mhm. Und das klingt jetzt so, ja, ich finde recht banal, aber es ist es nicht. Es passiert im Alltag, da wir häufiger als wir denken, dass wir unser Gegenüber nicht als Subjekt, sondern als Objekt behandeln. Mhm. So, und oft gar nicht böse gemeint. Also das geht los mit Etikettieren zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, bist du eine beleidigte Leberwurst oder so. Das sind an sich Kränkungen, oder? Mhm. Aber wenn man es nicht so mohren. Mhm. Oder wenn sich ein Kind wehtut und wir trösten es und von ab das Knie, das blutet und sagen dann nach einer Zeit, jetzt tut es nicht mehr weh, ist es wieder gut. Ja. Das ist sowas, wo wir natürlich Trost spenden wollen, aber im Endeffekt ist es kein Trost. Mhm. Weil zu wissen, wann es nicht mehr wehtut, das liegt schon am Kind. Okay. Da fühlen wir uns eigentlich nicht ernst genommen, oder? Mhm. Also in diesem Miteinander geht es sicher in erster Linie auch mal darum zu schauen, was ist bei mir? Ich, du, wir. Also jeder bringt ja ganz viel mit. Mhm. Aus seiner Kindheit, Erfahrungen aus seinem Leben. Jeder hat Bedürfnisse, andere Grenzen. Jeder hat andere Erwartungen. Und sich mit dem einmal auseinanderzusetzen, was bei mir ist, macht durchaus Sinn. Und im besten Fall, das auch noch annehmen zu können, wie ich bin, das ist noch mehr, glaube ich, Startschuss für gute und gelingende Beziehungen. Dann geht es natürlich ums Gegenüber. Und den anderen zu lieben, das erfordert die Fähigkeit, den anderen Menschen zu seinen Prämissen zu lieben. Also das, was nichts miteinander zu tun hat, ist Liebe und Verstehen. Das Gegenüber zu verstehen, das wünschen wir uns natürlich. Das macht Sinn, dass wir unsere Gedanken, unsere Gefühle laut machen, unsere Geschichten erzählen. Dennoch wird sich das nie komplett einstellen, ein komplettes Verständnis für das andere, also für den anderen. Mhm. Es ist nämlich völlig okay, eben unterschiedlich zu sein. Auch in Erziehungsfragen. Aber wenn man sich da vor allem oft das wünscht, dass man d'accord geht. Ja. Und es ist auch okay, Fehler zu machen. Das Einzige, was wir tun können, ist jeden Tag unser Bestes zu geben. Und dabei, auch wenn wir mal Fehler machen, mal laut werden oder was auch immer, darauf achten, dass wir die Integrität des Gegenübers wahren, also das Innerste schützen. Mhm. Das ist etwas, was Erwachsene selbstständig leisten können, mhm. auf sich zu achten, auf ihre Bedürfnisse, auf ihr Innerstes zu wahren. Kinder brauchen uns da dazu. Mhm. Also zu schauen, dass wir unser Gegenüber nicht persönlich angreifen, zum Beispiel. Hättest du ein Beispiel oder wo du siehst, da kann ich es jetzt gerade sagen, wie ich es meine, dass mhm. man das besser verstanden habe? Genau. Ich sage jetzt einmal ganz was Banales, zum Beispiel, ich sitze am Abend im Wohnzimmer, ich bin müde vom Tag und ich wünsche mir jetzt einfach in Ruhe, die Zeitschrift da durchzublättern. Und abends ist ja, glaube ich, ganz vielen Familien besonders viel Trubel. Und dann, da geht es jetzt darum, eben, wie kann ich dann meine Grenzen und meine Bedürfnisse laut machen? Es geht immer um meins, es geht nicht um das Gegenüber. Und was ganz häufig passiert ist, dass wir dann sagen, Mensch, seid mal still, immer seid ihr laut. Mehr hinaus. Genau. Ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwo gehört. Oder ist uns auch schon mal ausgerutscht. Yeah. Was wäre jetzt besser? Besser wäre, oder anders fühlt es sich an, und du wirst es wahrscheinlich auch gleich merken, wenn es bei dir ankommt, wenn ich von mir ausgehe, wenn ich die persönliche Sprache benutze. Also wenn ich sage, hey Leute, mir ist es zu laut, ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe, ich möchte jetzt in Ruhe meine Zeitung lesen. Genau. So. Oder
mehr ärgern kann. Genau. Also ganz klar von mir ausgehend. Erstens mal eben sorgen, was ist gerade bei mir. Und dann auch dieses Beobachtende und nicht Bewertende, oder? Das ist auch ein Unterschied. Sagen immer, also die Verallgemeinerungen per se sind ja schon nicht gerade so fein, aber eben immer seid ihr laut und immer, das ist eine Bewertung, immer stört ihr, das macht was mit dir, wenn du so angeredet wirst, oder? Ja. Genau. Und du redest da gerade was an, Tamara, weil viele von uns stecken wirklich so mitten in der Rauschauer für ihrem Leben. Und da kommt echt, wie du gerade vorher so gesagt hast, alle wieder die Frage auf, was brauche ich, aber was brauchst du auch da? Hast du so Anregungen und Impulse für uns, welche den Familienalltag ein bisschen entschleunigen können und so das entspannte Miteinander in der Familie bewirken, wie am Anfang schon angesprochen hat? Ja, klar. Es ist, wie schon angesprochen, dieses bunte Miteinander ist an sich schon herausfordernd, dann gibt es natürlich auch noch Zeiten, die von außen noch viel mitbringen. Also Veränderungen kann Krise machen, wie wir schon gehört haben, oder eben eine Entwicklungsphase kann herausfordernd sein, Lebenskrisen, was auch immer. Und klar gibt es da so ein paar Dinge, auf die man ein bisschen schauen kann. Als erstes möchte ich mal gerade beginnen mit dem, was du vorher noch angesprochen hast, bei einer anderen Frage, diese Ansprüche und Erwartungen. Mhm. Also wenn wir da schon ansetzen, macht es schon ganz viel. Weil diese Erwartungen, die wirken sich toxisch auf Beziehungen aus. Erwartungen, die sind in meinem Kopf und die haben nichts mit dem Gegenüber zu tun, oder? Das sind so Dinge wie, keine Ahnung, ein Beispiel. Ich habe mich abgemüht den ganzen Tag, habe gute Sachen eingekauft, gesund gekocht und jetzt sitzen wir am Esstisch und meinem Kind schmeckt es nicht. Gerade heute. Ja, das war meine Erwartung. Und wie ist es damit gegangen? Ja, eben der Ärger. Eine Stunde gekocht, wie du siehst, eingekauft, mir Mühe gegeben, ein gutes Rezept rausgesucht und dann, hätte es nicht lieber könnte da Dias oder sowas gehen. Und dann denke ich, genau. Aber gleich ein Verbesserungsvorschlag. Nein, natürlich trifft dann das, wie du sagst, aber da ist es eben die Kunst, das nicht persönlich zu nehmen, weil es meine Erwartung war und nicht die des anderen. Also das ist ja in der Partnerschaft so, oder? Dass man, keine Ahnung, denken, wenn er mich wirklich liebt, dann muss er doch wissen, was ich jetzt brauche und was ich fühle. Genau. Kann ich mal, oder? Ja. So. Genau, also diese Erwartungen an sich und an die anderen sich bewusst zu machen und vielleicht auch ein bisschen zurückzuschrauben, kann schon viel erleichtern. Dann natürlich das Schauen auf uns selber und auf den anderen. Also das geht los mit dem Schauen auf den Körper, mit, wissen wir, frischer Luft, Bewegung, ausgewogene Ernährung. Das klingt alles so, ja, wissen wir eh. Aber wenn ich denke, wie oft die am Tag, speziell als meine Großen noch kleiner waren, merke ich, ich habe den ganzen Tag gar nicht getrunken. Also ich habe mich gar nicht gespürt, ich habe nur funktioniert, oder? Das ist auf Dauer nicht gesund. Man arbeitet die To-Do-Listen sozusagen ab, hat man das Gefühl, und die Momente, wo man Luft hat, holt man in der Wäschekorb und tut halt nur die Dinge, wie du sagst. Genau. Man mal, was tut eigentlich mir gut und was bricht dir gerade in dem Moment, weil es sind gerade drei Kinder, total fein am Spielen und es funktioniert, ja. Genau. Oder eben auf die Psyche schauen, dass alle Gefühle okay sind. Das will man ja unseren Kindern auch unbedingt mitgeben, aber dass die Gefühle auch bei uns einen Raum kriegen dürfen. Warum soll ich nicht halt weinen, weil ich vielleicht einfach Corona-müde bin, weil mir alles zu viel ist? Dann dürfen es meine Kinder auch sehen. Sie dürfen es halt auch verstehen, oder? Also das inkludiert auch, dass man offen das anredet. Das ist auch so, dass, was glaube ich ganz wichtig ist in der Familie, dass man redet miteinander, dass man es offen macht. Weil alles, was so nicht offen kommuniziert wird, sei es eine Krankheit von der Mama oder eine Trennung, die bevorsteht, das macht ganz viel Raum
für Spekulationen, das schürt die Angst und kann auch Schuld erzeugen bei den Kindern. Also diese Offenheit, die ist ja ganz wichtig. Dann natürlich der Geist, der macht auch noch was. Ein ruhiger Geist, der ist ein ganz wichtiger Baustein in einem Sturm, oder? Wenn man da, Stichwort Achtsamkeit, ist ja ganz ein großes Thema in der Zwischenzeit geworden, Gott sei Dank, weil eine große Meditation, eine Yoga-Einheit gelingt vielleicht nicht immer. Oder das jeden zweiten Tag joggen gehen oder was. Aber die Achtsamkeit kann ich, glaube ich, besser in den Alltag integrieren. Weil das kann ich tatsächlich beim Abspülen machen, im Moment sein, mal den Geist runterfahren lassen und nicht schon wieder 10 Schritte voraus, was ich noch zu erledigen habe. Einfach dieses Hier und Jetzt, denke ich. Ja, genau. Die Perspektive wechseln, das ist auch sowas. Also einmal die Welt aus den Augen der Kinder zu sehen. Dass sie zum Beispiel, das Kind, nehmen wir wahrscheinlich auch, sie gehen nicht gerne ins Bett, sie kann man nur dreimal, jetzt habe ich Durst, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Dass sie das vielleicht auch mal als, merkt, dass mein Kind mehr braucht gerade. Es braucht mehr von mir. Und dass ich das als Einladung annehmen kann, dass wir halt noch eine Runde miteinander kuscheln, was reden noch. Das ist ja ganz viel Qualitätszeit. Klar hat es nicht immer den Raum, aber kuscheln, da repariert man sich gegenseitig. Und ich glaube, das darf nicht zu kurz kommen. Dann sind es oft so ganz praktische Lösungen im Alltag, die es erleichtern, oder? Dass ich mir halt überlege, wenn es sehr fein wäre, dass ich da auf dem Weg nur einkaufen gehe. Okay, wir sind aber alle miert. Macht es wirklich Sinn, jetzt mit einem kleinen Kind nur in den Laden zu gehen? Oder lege ich mir das anders? Also diese Dinge. Oder das Zeitmanagement. Das ist klar in der Hand der Eltern. Kinder den ganzen Tag anzutreiben, das funktioniert nicht. Weil einem Kind gelingt es ja im Gegensatz zu uns ganz oft, im Netz zu sein. Und dieses Beeilen, das funktioniert nicht wirklich. Oder vielleicht wieder für den nächsten Tag die Dinge für den Morgen herrichten, dass sie genau über diesen Stress her oder so. Genau. Und auch diese Entscheidungen, natürlich wollen sie sich entscheiden und sollen sich entscheiden, aber das wirklich so belassen, dass es überschaubar ist. Also rote Strumpfhose, blaue Strumpfhose, nicht welche Strumpfhose. Ganz oder banal. Überhaupt Strumpfhose. Oder so, genau. Rituale und Routinen, das wissen wir, das bringt ganz viel Sicherheit. Und gerade in unsicheren Zeiten, in so einer unsicheren Zeit sind wir gerade, das ist unumstritten, das spüren die Kinder, ist das so wichtig. Also es ist viel unwichtiger, wie viele Regeln eine Familie hat. Da reicht eine Handvoll, da braucht man nicht tausend, die dann gebrochen werden und diskutiert werden. Sondern eben diese Rituale, die können ganz viel bringen. Wie schön ist es, wenn ich mit meinem 17-jährigen Sohn nach der Schule einen Kakao trinke. Da passiert Beziehung, da begegnen wir uns. Oder? Ich würde sagen, hast du ein Ritual, was du sagst, das ist jetzt ganz einfach, was jeder in seinem Familienalltag integrieren kann? Ja, genau. Also solche Dinge wären das, oder? Ich denke, das sind wirklich die einfachen Dinge. Was wir jetzt zum Beispiel wirklich schon als Ritual haben, der Mini und ich, dass wir unsere am Abend miteinander unsere Achtsamkeitsübung quasi machen, diese Umarmungsgeschichte, 3 Atemzug, Achtsamkeitsübung. Wir umarmen uns da ganz fest, er legt sich meistens daher und dann schnaufe ich einfach 3-mal ganz tief und lasse alles los. Und es ist unglaublich, wie er mit mir in einen Rhythmus einkommt und uns das gut tut. Also das ist jetzt so ein Ritual. Aber eben, es kann auch durchaus sein, dass es das ist, dass ich mit meinem Sohn noch eine Runde spazieren gehe oder an dem und dem Tag oder eben einen Kakao miteinander trinke. Also ganz einfach denken, nicht immer groß. Genau, ich denke, heutzutage, wenn man so die Bücher liest über Rituale und Co., ist es ja ganz oft, dass man so das Gefühl hat, was tut ihr denn alle so? Und dass man so auch wieder in diese Gefühle kommt, wie ganz viele ältere Momente eigentlich auch hin, müsste man sagen, oder? Was auch uns nicht weiterbringt und auch die Kinder nicht weiterbringt, oder? Genau.
Und ja, und genauso aber auch, das ist das andere wieder, einmal verrückt sein, also verrücken den Alltag, oder? So, und da kann es auch was Großes sein, wie dieser, ich habe mal beschrieben, dieser Bibi-Langstrumpf-Tag, wo wir uns benehmen wie die Bibi-Füße auf dem Tisch und ohne Besteck essen. Aber es muss natürlich nicht sowas sein. Es kann auch mal einfach ganz spontan außer sein, dass wir durchs Wohnzimmer tanzen oder keine Ahnung, Picknicken im Wohnzimmer oder auch mit dem Liebsten geht es natürlich, dass wir uns halt schick machen und ein Dinner haben, wenn die Kinder im Bett sind, daheim am Küchentisch. Warum nicht, oder? Ja. Das ist ja das, was uns mal aussteigen lässt, das mal. Ich habe in Erinnerung vor ja, 1,5 Jahren oder 2 Jahren, da haben wir eine Phase gehabt, da war Schule ganz schwer bei den Zwillingen. Und da haben wir echt, also das hat sich schon so auf die Familie übertragen. Und dann haben wir immer gedacht, boah, raus, irgendwie raus. Und dann sind wir mitten unter der Woche wohin gefahren, obwohl Hausaufgaben, Lernen, Hausarbeit, andere Arbeit, alles stehen und liegen lassen, sind Eis essen gegangen, haben bummelt, sind durchbummelt durch die Stadt und haben es uns einfach durch gut gehen lassen. Und das hat so viel gebracht, das war so nachhaltig für uns, ein Auftrieb im Alltag einfach. Ja. Und ich denke, wir können jetzt auch gut machen. Wir packen halt den Rodel und gehen jetzt raus, jetzt sind wir gerodelt, obwohl wir vielleicht noch nicht alles an die Schule eingescannt und geschickt haben. Oder wir packen Ski und oder wir machen es wie du es sagst, fein und machen da Iglo und ersten dort raus, halt gemütlich. Genau. Genau, wunderbar. Genau das ist es. Einfach einmal raus, das braucht man auch, oder? Neben diesen ganzen Strukturen, ja, ja, die auch wichtig sind und Sicherheit geben. Ja. Oder eben, das ist genau das, diese Alltagsinseln machen und uns ein bisschen feiern und das Lachen nicht vergessen vor allem. Das ist so wichtig. Ja. Wir lachen oft viel zu wenig, oder? Aber ja, einfach... ja, uns anstecken lassen auch für unsere Kinder. Gerade wenn man kleine Kinder hat. Ach, die lachen so oft am Tag. Dann so unbeschwert einfach, ja. Ja, genau. Loslassen. Den Streit von gestern, irgendeine gescheiterte Beziehung, irgendeine, keine Ahnung, Themen, die uns belasten, Glaubenssätze. Das macht den Alltag so viel leichter miteinander. Also ich denke, Dinge am Abend abschließen ist ganz wichtig, so als Familie und dann wieder gut im Morgen starten. Also gerade wenn das Themen sind, wo man sagen, du, das war jetzt gestern, lassen wir es ruhen, wir starten neu in den Tag. Genau, und das ist auch sowas, weil du sagst, den Tag abschließen. Was mir ja ganz viel tun oder was ja Klientinnen in der Praxis so gern mitgibt, ist Sonnenstrahlen oder Zaubermomente sammeln. Die Sonnenstrahlen so zu überlegen, eben am Abend, was hat mir gut getan? Der Anruf von meiner Freundin, der Kaffee, den ich in Ruhe getrunken habe, keine Ahnung. Der liebe Abschied von meinem Mann, der mich halt besonders gedruckt hat. Ja, so Sachen. Also jeder Moment hat so Sonnenstrahlen, oder? Und jeder Moment hat auch Zaubermomente. Die Zaubermomente, die nehme ich ganz gern her, wenn es so hakt in der Beziehung. Also wenn es gibt ja manchmal, dass man mit einem Kind speziell gerade so einen Dauerkonflikt hat. Und dann wird es schwierig oft, oder? Also dann kann ich nicht mehr so einen wertschätzenden Blick auf mein Kind haben. Und da ist wirklich so ein Impuls von mir, eben Zaubermomente zusammen. Zu schauen, hinzuschauen. Boah, schau mal, der hat mir seinem Bruder jetzt in die Jacke geholfen. Wie wunderbar. Oder wir haben uns gerade ein Lächeln geschenkt. Oder boah, der hat so super gekocht jetzt für alle. Ja, was auch immer, oder? Also das erwärmt das Herz wieder und macht Beziehung wieder gut möglich. Wir hängen nicht mehr fest an diesem Konflikt nur und ausschließlich. Oder speziell, genau, da fällt mir nochmal ein, wir haben jetzt im ersten Lockdown war das schon, da haben wir so ein Tief gehabt als Familie. Also es war so, ja. Und ich glaube, das Tief haben wir in der Zwischenzeit jeder irgendwann einmal gehabt. Genau, nicht mehr. Und da haben wir dann ein Glas genommen und haben das bunt angemalt und haben Zettel geschrieben mit unseren Träumen drauf und Wünschen und Visionen,
wenn man dann eben wieder bestimmte Dinge machen kann. Und dieses Träumen, das hat da ganz viel aktiviert, oder? Also man freut sich dann wieder auf was, die Vorfreude darf man nicht unterschätzen, was das an Glückshormonen auch freisetzt. Und wir haben jetzt die Zettel mal rausgeholt und siehe da, im Sommer haben wir echt viele Dinge umsetzen können. Also wir haben nicht die Zettel abgearbeitet, sondern wir haben echt jetzt wieder geschaut, haben wir da was gemacht oder nicht? Mhm. Genau, genau. Und waren ganz erstaunt, wie viel eigentlich möglich war. Und das beglückt dann auch wieder, oder? Ich denke, das wäre jetzt gerade ein Tipp für viele, weil ich das Gefühl, jetzt mit dritter Lockdown sind echt ganz viele mittlerweile so... Vom ersten, wie du sagst, hat man vielleicht nicht können sagen, oh, wir gehen in Urlaub und das und das. Und jetzt hat man mittlerweile das Gefühl, boah, was plane ich eigentlich noch? Ja, aber genau das wären eigentlich Dinge, dass man sich einfach Sachen aufschreiben kann, wo man sagt, boah, die hätten wir als Familie noch Freude machen. Genau, und wie du sagst, es geht auch nicht nur um den Urlaub, oder? Es geht um ganz kleine Dinge, die ja jetzt einfach nicht möglich sind. Mhm. Sich darauf zu freuen, das ist ja wunderschön. Und miteinander vor allem auch zu freuen. Ja, das ist schon wichtig. Genau. Und was ich immer wieder merke, ist, dass so viele, viele, du vielleicht da und ich vielleicht da, oft so streng mit sich selber sind. Ja, ja. Also, ich glaube, wir geben unser Bestes und wir probieren immer wieder und wir dürfen geduldiger sein mit uns, mit unseren Kindern. Wir sind alle so wunderbar, wie wir sind. Und ja, es gelingt uns nicht jeden Tag gleich. So ist es immer, oder? Genau. Und wenn wir mit offenen Augen und offenem Herzen uns begegnen, jeden Tag, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Danke, Tamara. Das ist gerade ein wunderschöner Abschlusssatz, wie du so gesagt hast. Wenn man mit offenen Augen und mit offenem Herz durch die Welt kommt, wäre vieles vielleicht anders. Und am besten mal im Kleinen ausprobieren, in der Familie, denke ich. Da kann man ganz viele solche Beziehungsgeschichten miteinander probieren und was geht nicht. Und wie du siehst, manche Dinge funktionieren bei uns, bei der Nachbarin nicht. Also ich denke einfach auch, wie du immer wieder betont hast, schauen auf ihre Familie, schauen, dass es euch gut geht und machen einfach nicht immer so große Spagat, sondern in kleinen Happen und dann werden wir sehr, haben wir auch alle große Erfolge und können auch einander liebevoll und gut begegnen. Danke, Tamara, für das tolle Interview. Ich denke, da haben wir viel Inspiration gekriegt. Tamara ist da Referentin böse der Elternbildung vom katholischen Bildungswerk. Sie kann auch in verschiedene Einrichtungen eingeladen werden, wie Kindergärten, Schulen, aber natürlich kann sie auch wunderbare Impulse, zum Beispiel für alles Hauptversammlungen auch geben. Im Moment wäre es um alles an Präsenzveranstaltungen leider nicht möglich, aber wir da lernen in diesem Format, auch online ist ganz viel möglich und vielleicht haben wir mal Lust, auch sowas zum Ausprobieren. Und für diese Dinge sind wir jederzeit offen. Tamara, nochmal danke, ich wünsche dir einen feinen Abend, start gut heute in die Nacht hinein mit deinen Jungs und auch danke. Start gut in den Morgen. Danke dir auch, alles Gute, Annette, danke. Danke. Alltagsheldinnen. Experten beantworten Elternfragen. Hast du eine Frage? Oder willst du eine Referentin, einen Referent in deine Einrichtung einladen? Dann schau auf unsere Homepage unter www.elternbildung-vorarlberg.at. Findest über 50 Referentinnen und 120 Themen. Wir sind sicher, da wirst du fündig.